Hi! Sony hat eine neue Kamera vorgestellt, die FX30. Und ich habe sie getestet. Let's go! Ja, die FX30 ist eine gute Kamera, ich bin sehr begeistert. Und das war's, danke, bis zum nächsten Mal. Spaß beiseite. Also, ich konnte die Kamera ein paar Tage testen und da gleich alle neuen Features auschecken. So, was ist jetzt eigentlich eine FX30? Also, die FX30 ist sozusagen der kleinere Bruder der FX3, die man ja schon kennt, gehört auch zu der Cinema Line, schaut auch sehr ähnlich aus. Nur die FX30 hat einen kleineren APS-C-Sensor. So, in erster Linie habe ich mir gedacht, oh no, das ist irgendwie schade, weil ein kleinerer Sensor nicht so cool, weil ich bin es halt schon so gewohnt, die großen Sensoren eben von der Asim S3 oder FX3 zu verwenden, also immer auf Vollformat zu filmen, auch was die Optiken betrifft. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht und habe wieder so ein bisschen die APS-C-Welt für mich entdeckt, weil das Coole ist natürlich jetzt, kann man alle Objektive von Sony verwenden, alle die zu E-Mount gehören. Das heißt, da gibt es ja jetzt auch die neuen weitwinkligen, sehr lichtstarken Objektive, mit denen kann man herum experimentieren. Also ich finde, es gibt jetzt eigentlich noch mehr Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben, weil man die ganze Objektivpalette verwenden kann. Und ich habe das Ganze auch gleich so ein bisschen zum Vorteil genutzt, diesen APS-C-Sensor, weil man kann das ja sozusagen ein bisschen vergleichen mit dem analogen 16mm Format. Und deswegen habe ich auch diesen Testfilm, den ich jetzt gemacht habe, absichtlich in so einer 16mm Ästhetik gefilmt, da das natürlich sehr nah an dieses Format hinkommt. So, aber was sind jetzt überhaupt die Main-Unterschiede oder die neuen Features? Also der neue Sensor, der eingebaut ist, ist ein neuer Dual-ISO-Sensor. Das heißt, es gibt wirklich zwei Basis-ISO-Werte bei S-Log3, wenn wir darin filmen, also im Log-Format. Und da ist wirklich das Coole, das kann ich mir zum Beispiel auf einen Button rauf programmieren und direkt einfach jetzt auch mit dem neuen Firmware-Update, dass die ganze Oberfläche mehr so in diese Cinema-Line-Richtung geht, kann man da ganz einfach mit einem Button einfach umschalten zwischen den zwei Basis-ISO-Werten. Und das ist praktisch, vor allem ist es so eine Annäherung an den professionellen Cinema-Bereich, beziehungsweise ist es eigentlich. Und ich finde das halt recht praktisch, weil man dann wirklich immer das beste Rauschverhalten hat, das beste Farbverhalten, egal ob man eben den niedrigeren ISO-Wert oder den höheren Basis-ISO-Wert nimmt. Wenn wir schon bei der neuen Firmware sind, beziehungsweise bei der Oberfläche, hier finde ich es sehr praktisch, dass das eben sehr angelehnt ist an der Cinema Line, an der FX9, an der FX6 und so weiter. Das heißt wirklich alle Features, die gerade für Videografen oder Filmemacher wichtig sind, sind alle in einem Layout erkennbar und sofort leicht umstellbar. Das erleichtert im Endeffekt den Workflow ungemein und finde ich persönlich extrem praktisch. Der neue Sensor löst mit einer Auflösung von 4K auf. Dieses 4K ist extrem scharf, da es downgesampled ist. Man kann dann mit einer Farbtiefe von 422 10-Bit aufnehmen. Das heißt, da ist auch noch genug Spielraum für die Postproduktion, fürs Grading da. Was natürlich auch noch dazu kommt, ist, ich kann diese Optiken verwenden, die diesen Zoom-Hebel dabei haben. Das Coole ist aber jetzt, ich muss nicht den Zoom-Hebel am Objektiv selber verwenden, sondern es gibt eben so einen Zoom-Hebel direkt auf der Kamera. Das ist oftmals praktisch. Ich habe das jetzt auch erlebt. Oftmals kommt man nicht richtig an das Objektiv ran oder es ist gerade irgendwie ungut, weil man die Kamera irgendwo speziell gerickt hat. Und da ist es halt praktisch, einfach noch eine Option zu haben. Autofokus-Tracking funktioniert natürlich, wie man es gewohnt ist, perfekt. Einfach drauf tippen und schon ist das im Fokus, was man im Fokus haben will. Vielleicht nur ein kleiner negativer Punkt. Angeblich ist der Dynamikumfang nicht ganz so groß wie gewohnt bei der Asim S3 oder FX3. Ehrlich gesagt ist mir das jetzt nicht so stark aufgefallen und finde ich jetzt auch halb so schlimm. Also für wen ist jetzt die Kamera am besten? Meiner Meinung nach ist die Kamera für Leute, die gerade jetzt voll einsteigen wollen in die Videografie. Erstens, die Kamera ist auch natürlich günstiger und bietet einen super Einstieg, vor allem weil es die ganzen Profi-Features hat. Und wir können auch in S-Log filmen, wir können die Farben super matchen mit anderen Kameras, mit der Asim S3, mit der FX3, mit der FX6, wie auch immer. Und andererseits ist die Kamera gerade auch wegen dem Matchen zum Beispiel extrem interessant, auch für Profis, so als B-Cam. Also es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich diese Kamera in meinen Händen gehalten habe. Danke vielmals fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Filmen und Fotografieren. Ciao!